Hallo Sportsfreunde, ich melde mich auch mal wieder hier aus dem schönen Norddeutschland. Wir sind hier an einem schönen, fast 40 Hektar großen Natursee, an dem ich dieses Jahr schon mehrere Wochenenden verbracht habe. Und ich würde euch gerne mal zeigen und erzählen, wie ich in diesem Fall diese Session hier vorbereitet habe, so dass wir möglichst, und das hat im Nachhinein auch geklappt, erfolgreich an den Fisch gekommen sind. Und zwar habe ich hier zwei, dreimal vorgefüttert, habe mich hier entschieden für den BCX-Boilie und den BC20-Boilie mit Eyecatcher, den Whiteboy-Boilie zu füttern. Das heißt, Eyecatcher nur eine Handvoll schneeweiße Boilies rauf, sodass die Fische immer, wenn sie auf Futtersuche sind, als erstes diese Köder anschwimmen und dann ringsherum auch die anderen finden. Das habe ich, wie gesagt, zwei, dreimal vorher gemacht. Und am Tag des Angelns habe ich mir dieses Mal überlegt, füttere ich nicht mehr die Mengen, die wir vorgefüttert haben, sondern nur noch kleinere Mengen, die ich aber dann wesentlich attraktiver gestaltet habe, als ich das zuvor gemacht habe. Und zwar habe ich diesen Futtereintrag dann gesoakt. Und das würde ich euch gerne mal zeigen, wie das so vonstatten geht. Vorweg. Diese Boilies, die an dem Angeltag oder an dem Angelwochenende oder der Session bei mir zur Benutzung kommen, die soak ich ein, zwei Tage vorher so, dass die fast gar nichts mehr an diesem Liquid, damit soakt man nämlich die Boilies, dass die dieses Liquid kaum noch aufnehmen und am Angeltag selber soak ich die nochmal nach. Das Verhältnis ist nämlich so, das sieht dann so aus, dass die Boilies richtig attraktiv sind, richtig dieses Liquid aufgesaugt haben. Und jetzt, wenn ich sie nochmal nachsoke, dann kriegen sie nochmal einen schönen Glanz, nochmal einen neuen Überzug, so dass dieser Überzug dann direkt nach dem Füttern fast wie eine Instant-Waffe direkt ausgewaschen werden und eine wahnsinnsgroße Futterwolke rund um unseren Hookbait ergeben. Was ich eben schon erwähnt habe, ich habe gefüttert, ich habe das schon mal zurechtgelegt, den BC20-Boilie in 20 und 24 mm. Da mache ich mir schon mal eine kleine Mischung fertig. Der BC20-Boilie zeichnet aus, dass es ein süßlicher Boilie ist mit richtig schönen Proteinen, richtig schön Energie für die Fische da gibt, so dass sie auch wirklich relativ schnell nach dem Fressen merken, das ist was Gutes, das brauchen wir zum Weiterleben und dann möglichst schnell wieder zurück an den Futterplatz kommen, im Bestfall. Dazu ein meiner Lieblingsranges, die BCX Range. Die Basis ist ein vorverdautes Fischmehl und auch proteinreichig und auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeitend im Wasser. Das mische ich damit ein. Und was ich eben schon erwähnt habe, als Eyecatcher, den schneeweißen White Ball Boilie mit rein. Den auch dann nur in 20 mm, weil das sind nur ein, zwei Hände, die damit raufkommen. Ein Milchprotein Boilie. So zwei, drei Hände. Dazu habe ich passend die beiden Liquids dabei. Einmal von dem BCX und einmal von dem BC20. Da gibt es einen ordentlichen Schuss drüber weg. Und nochmal süßlich den WC20 hinterher. Die beiden Boilies, nach meiner Erfahrung, oder die beiden Ranges, vertragen sich wirklich gut und bringen ja auf jeden Fall in diesem Fall und auch schon vorher gute Erfolge. Richtig schön satt in satt. Dann wird das durchgesiebt bzw. durchgeschüttelt, damit möglichst alle Boilies auch wirklich mit diesem Liquid benetzt sind.
Resultat ist davon nachher, dass man richtig schöne, glänzende Boilies hat, die jetzt eben, wenn ich das 2 Tage vorher gemacht habe, das dann komplett einsaugen, so dass die matt werden, so dass die richtig schnell im Wasser arbeiten. Ich tue die da einfach mal mit rein, die ich hier schon benutzt habe. So, was ich eben schon erwähnt habe, diese Boilies hier, diese gesogten Boilies, kommen nur während der richtigen Angelzeit zum Eintrag in das Gewässer bei mir vor. Bereite ich mir eine Stelle vor, fütter ich ungesogte Boilies einfach, um diese Stelle erstmal zu aktivieren, damit die Fische die Köder kennenlernen, wissen, was ihnen wohl tut und was ihnen gut tut vor allen Dingen. Und wenn ich jetzt von Kilozahlen spreche, würde ich sagen, ich verteile einfach 2-3 Mal vorher pro Rute 1 Kilo von diesem Boilie-Mix auf meine ausgesuchten Stellen. Am Angeltag selber, wie gesagt, und während der Angelzeit fütter ich nur noch ein paar Hände jeweils nach, um wirklich viel Duft und Attraktivität am Angelplatz zu erhalten. Vielleicht ist das ein kleiner Tipp für euch oder ein Werdegang, wie man damit umgeht. Wie gesagt, diese hochattraktiven Kugeln kommen auf jeden Fall extrem gut bei den Fischen hier bei uns an. Und es ist uns glücklicherweise damit gelungen, so einige Fische in den Kescher zu locken. Probiert das mal einfach aus. Haltet uns da auf dem Laufenden, wenn euch das gefällt, wenn das funktioniert, auch bei euch. Stellt gerne Fragen, die werden jederzeit von mir bzw. von uns beantwortet. Und lasst es euch gut gehen dabei. Alles Gute weiterhin am Wasser. Servus, auf Wiedersehen und alles Gute für euch. Tschüss.